Doch Ehe und Familie, das wollte nicht gelingen. Wollte mit dem beruflichen Erfolg nicht Schritt halten. Kinder sollten sich ruhig verstellen, weil er ganz einfach wirklich sehr viel mit sich selber beschäftigt war, glaube ich, und hat einfach die Nerven nicht gehabt für Kinder. Also nicht, dass er nicht liebevoll gewesen wäre, aber ja, also er hat sich nicht leicht getan mit Kindern, sagen wir so. So gut er die Dinge wahrgenommen hat, weil er sie ganz einfach für seine Arbeit gebraucht hat. Also er hat immer alles gewusst und auch sehr genau in Menschen eigentlich hineinschauen können, aber so oft hat er die nahe Umgebung einfach nicht wahrgenommen. Also so eben ein Tunnelblick ganz einfach auf das, was ihn interessiert, und wir waren halt, die Familie war halt da, allerdings nicht wirklich, also er hat, glaube ich, sehr oft Sachen einfach nicht gewusst. Ich habe ihn einmal gebeten um Geld für ein Eis mit 7 Jahren oder so. Und er hat gesagt, na, was kostet das? Hat er mir 100 Schilling gegeben, was damals für 2,5 Monate Eiskonsum gereicht hätte in etwa. Weil ihm, glaube ich, gar nicht bewusst war, das tägliche Leben, was kostet ein Eis? Alles, was er gemacht hat, hat er immer sehr extrem gemacht. Also zum Beispiel, er hat immer sehr laut Musik gehört, er hat sehr viel geraucht und er hat viel getrunken, viel gegessen, also er hat immer alles sehr intensiv genossen und also gierig irgendwie, also jetzt lebensgierig, einfach viel aufgenommen. '67 stellte sich Sokol einer neuen Herausforderung. Gerd Bacher holte ihn in den neu reformierten ORF und machte ihn zum Chefgrafiker, später zum Art Director des Unternehmens. Legendär und bis heute völlig unverbraucht wirkend ist eine Reihe von Signations, die Erich Sokol mit unverkennbarer Handschrift gestaltete. Wir beginnen das Medium Fernsehen erst zu bewohnen. Wir sind die erste Generation, die ihre Fähigkeiten den Forderungen des Mediums anzupassen versucht. Wir beherrschen das Medium erst sehr teilweise. Und ich bin der Auffassung, dass wir noch sehr viel eher von diesem Medium beherrscht werden. Von dem, was Sokol im ORF künstlerisch ausleben konnte, hatte er sich während seiner Studien in Chicago angeeignet. Als er den Auftrag erhielt, für den ORF ein einheitliches Erscheinungsbild zu entwerfen, konnte er auf dieses US-Wissen zurückgreifen. Denn Corporate Design, das war noch ziemlich neu für Österreich. Erich Sokol hat dann in den 70er Jahren das erste Corporate Design für ein großes Unternehmen, nämlich für dieses Unternehmen, geschaffen und hat damit die Grundlage gelegt für den Auftritt dieses Unternehmens, das in vielen Teilen auch noch so funktioniert. Sein damaliges Silber sehen Sie heute noch auf den Autos, ne? Das Rot zum Beispiel, all diese Dinge, das ORF-Auge, das jetzt wieder nach einer kurzen Ära durch Lindner abgeschafft, jetzt Gott sei Dank wieder lebt, das ist alles noch Erich Sokol. Smile, big smile. Bravo, big smile. Bravo, bravo. Mit Mitteln, über die heutige Grafiker nur milde lächeln können, entstanden Arbeiten, die Sokol unter anderem eine goldene Kamera einbrachten. Unter Kollegen galt der Erfolgreiche allerdings mitunter als schwierig und nicht unbedingt teamfähig. Da hat er sich mit Bacher auf einer Ebene getroffen, die haben sich ja ordentlich gematcht oft. Er hat gesagt, so ist es. Und das hat gestimmt.
Und das geht bei so einem künstlerischen Prozess nicht anders. Nicht? Also man kann nicht jemanden reinreden und sagen, wollen wir da noch was dazu oder wollen wir da was dazu, das geht nicht. Und da war der Erich in dieser Design-Diktatur, möchte ich fast sagen, natürlich tonangebend. Ist klar. Das war die Schwierigkeit mit ihm oft. Kreisky war zurückgetreten. Nach kurzem Getändel schlossen eine gemütliche pannonische Matrone mit vielen Kinderlein und ein schnauzbärtiger Advokat den Bund der Ehe. Doch das rot-blaue Pärchen hatte es nicht leicht. Schon bald ließ ein Hainburger Hirsch sein gewaltiges Röhren ertönen und verursachte den Eheleuten heftiges Auweh. Egal ob Manfred Deix, Gerhard Haderer oder Erich Eibel, mit seinen Arbeiten beeinflusste Sokol die nachfolgenden Generationen von Karikaturisten. Auch Oliver Schopf, der für den Standard tätig ist. Ich kann mich noch erinnern, er hatte damals die englische Queen porträtiert und jeden einzelnen Stein der Krone minutiös genau gezeichnet. Also das ist mir wahnsinnig beeindruckend mit den Glanzpunkten und so, also wie man das also so darstellen kann, dass das funkelt und so. Oder der Prinz Charles, nicht? Die Uniform ganz genau, jede Kordel exakt und so. Also ich habe gedacht, das wäre schon gut, wenn man so etwas auch einmal könnte. Und ja, über die Jahre habe ich es dann also versucht, also zu machen. Ich habe dann sehr viele seiner Arbeiten kopiert, um durch das Kopieren seine Handschriften zu studieren. Das war für mich irgendwo der Einstieg, es so zu machen. Und da hat er mir also auch sehr viel geholfen und beziehungsweise auch davon habe ich auch sehr viel gelernt. Trotz seines enormen Erfolges, trotz seiner finanziellen Unabhängigkeit, trotz seines hohen Ansehens, Erich Sokol war ein Mensch, der von Unzufriedenheit und Depressionen geplagt war. Er hat gelitten unter seiner Begabung, das war für ihn eine Last. Weil er hat ja seine Umwelt mit einem derartig scharfen Blick gesehen. Er hat ja die Mängel und die Fehler ununterbrochen gesehen an den Leuten und an seiner Umwelt. Und vom Johann Strauss erzählt man sich, dass der Tag und Nacht eine Musik in den Ohren gehabt hat und gehört hat. Und der Erich hat dauernd Dinge gesehen, die er vielleicht oft gar nicht sehen wollte. Ein visueller Tinnitus. Und im Prinzip war er eigentlich von Karikaturen immer umgeben. Und das ist schwer zu ertragen. Brillanz, scharfer Intellekt, geniales Sehen und Erkennen. Woran Sokol aus seiner Sicht scheiterte, das war die Anerkennung als Maler, als ernstzunehmender Künstler. Ich würde schon sagen, dass es für ihn noch eine Stufe höher gegeben hätte, nämlich die ernste Malerei sozusagen, in der er sich aber nicht sehr, also er hat sich schon darin versucht, aber es war halt auch viel zu viel anderes. Und ich meine, Karikatur ist ja was Tolles. Nur er hat's nicht so ganz geschätzt, wie wenn er da noch einen Schritt weiter gegangen wäre. Den hätte er schon gerne noch gemacht. Ich hoffe, es bleibt seine Kunst. Weil ich halte ihn für einen wirklich sehr guten Karikaturisten, hervorragenden Karikaturisten, der ganz einfach auch politisch eine ganze Ära wirklich sehr treffsicher aufgezeichnet hat und dargestellt hat. Also in seinen Bildern kann man ganz einfach sehr gut eigentlich die politische Landschaft von Österreich nachlesen. Ein neues Pärchen stand an Bord des Staatsschiffes. Allerdings hatte Wickerl, der Strahlemann, keine Ahnung, auf welchem Schiff er sich da befand. Seine Braut mutierte flugs zum Django und versetzte der Großen Koalition den Gnadenschuss. Dem Strahlemann verging das Lachen. Und Django wurde zum als Dritter ganz bestimmt nicht Orakel. Aber bitte, man kann sich ja die schierste Braut schönreden und so landete Django, sehr zum Entsetzen des gar nicht amüsierten Trauzeugen, mit der schieren Vettel im Bett und, wer weiß, vielleicht grauste ihm sogar selbst ein bisschen beim Vollzug dieser Ehe.
Irgendwie färbte dieses penetrante Braun doch auf das ganze Land ab. Selbst die Freunde im Ausland rümpften die Nase. Der kleine Braune aus Kärnten wollte gar nicht so recht wunden und schickten Österreich in Quarantäne. Doch welch ein Glück. Wir hatten eine Geheimwaffe, die alles Böse einfach weglächelte und Wolfi und Susi sicher über den Abgrund der Sanktionen hinweggeleitete. Aber erinnern wir uns, das Märchen ging nicht gut aus. Denn faule Eier stinken nun mal, auch wenn sie noch so bunt bemalt sind.